Schon viel besser. Von Anfang an hätte es so sein müssen. Jetzt schon in 2 Minuten mehr gesammelt als vorhin in 3, 4. Schade, jetzt habe ich doch noch einen Crash gemacht. Wieder ein. Schade. So, diesmal hat's geklappt. 107.310. Sehr viel besser. Und jetzt wird so richtig zusammengerechnet. Wow. Jetzt habe ich gleich 2 Sachen freigeschaltet. Glückwunsch, du hast freigeschaltet. Level 1 Vinyl Splash. Glückwunsch, du hast freigeschaltet. Unique Vinyl. Glückwunsch, 300 kommen auf dein Konto. Rennsieg. Chrom und Flamm bringt dich auf die Titelseite. Glückwunsch, du hast freigeschaltet. Driftstrecke 3. Glückwunsch, du bist jetzt 10. im Driftmodus. So viel. So viel. Nicht schlecht. Dann möchte ich mal sehen, wie das aussieht. Für das Erreichen des 10. Platzes in der Driftrangliste. Wow, jetzt wo du auf Chrom und Flammen bist, kennt dich jeder in Deutschland. Ja, okay, sieht ja immer noch nicht so extrem aus, aber okay. Chrom und Flamm. Ich habe ein Poster von Chrom und Flamm. Mein Bruder hat mir mal so ein Magazin geschenkt und da war so ein Poster drin und auch wenn ich am Wagen eigentlich nicht so eine Freude habe, habe ich es trotzdem aufgehängt. Immerhin ist es ja von ihm. Dann hänge ich das gerne auf. Wenn du gegen die echten Fahrer bestehen willst, brauchst du was ganz Großes. Gewinne dieses Rennen und ich schenke es dir. Schaffe es in 2 Minuten 24 zur Fabrik zu kommen, um ein weiteres einzigartiges Leistungsupgrade von TJ zu erhalten. Okay, mache ich gerne. Schaffe es zu TJ, bevor deine Zeit abläuft und du bekommst ein einzigartiges Leistungsupgrade. Ja, ja, der TJ ist ein ganz flotter Kerl. Los geht's! Hat sicher noch Verkehr.
Übersteuern. Ich habe gerade gemerkt, dass ich mit dem mit der Analogstick gelenkt habe, obwohl das eigentlich nicht viel nützt. Da verliert man ja wahnsinnig viel Geschwindigkeit. Es gibt auch Verkehr! Ja toll. Jetzt habe ich so steinhart damit gerechnet, dass kein Verkehr mehr kommt. Und da passiert sowas. Dann gibt's erst recht Verkehr. Aber ich gebe nicht auf. Ich gebe erst auf, wenn ich wirklich keine Zeit mehr habe. Ich glaube, es könnte immer noch klappen. Ja, kann klappen, kann klappen. Gerade noch so. Gerade noch so geschafft. Und 50. Glückwunsch, das freigeschaltet. 9th and 3. Sprintstrecke. Oh Mann. Gut gefahren. TJ erklärt sich bereit, dich mit einem einzigartigen Leistungsupgrade auszustatten. Sehr schön. Diese Upgrades sind echte Schönheiten, verstehst du? Schönheiten, also behandle sie auch entsprechend. Was machen wir? Handling, Beschleunigung, Handling, Beschleunigung. ECU. Glaube ich, Reifen braucht's nicht. Antrieb auch nicht. Komischerweise verbessert er das Handling und nicht die Beschleunigung. Ja, ECU. Machen wir ECU. Aufs Handling gehe ich jetzt nicht wirklich. Versuche jetzt wirklich nur schnell zu sein. Okay, dann schauen wir nochmal nach. Beschleunigung ist schwächer, Handling ist besser. Alles besser. Der ist genau gleich schlecht. Aber Moment, ich kann ja hier die Leistungsdaten ansehen. Der ist überall ein bisschen besser. Der ist überall sehr viel besser. Der ist. Ja, der und Mitsubishi sind etwa gleich, was das Ganze angeht. Beschleunigung ist da viel tiefer, aber Bremsgeschwindigkeit und Handling sind da viel besser. Beim Center ist die Höchstgeschwindigkeit viel besser. Beim Hyundai ist Handling und Höchstgeschwindigkeit besser. Beim Impreza Höchstgeschwindigkeit und Handling. Ja, ist egal. Ich kann beim Lancer bleiben und ich kann auch zum Golf greifen.
Beide haben die schlechtesten Stats. Na, für den Drag muss ich auf jeden Fall zum VW greifen. Bei den anderen ist es egal. Falscher Ort, richtige Zeit. Hey Kleiner, was geht? Bin Chad und heiß drauf, dich auf der Sprintstrecke zu schlagen. Da du jetzt in der Rangliste stehst, ist es an der Zeit, dein nächstes Ziel in Angriff zu nehmen. Chad ist zur richtigen Zeit am falschen Ort. Okay, werden wir es mal versuchen. Mal schauen, wie lange ich heute aufnehme. Vielleicht mache ich eineinhalb oder sogar zwei Stunden. Mal schauen. Je nachdem, wie ich gerade Bock habe. Das müsste der Jellycanner sein. Start war auf jeden Fall nicht so gelungen. Mein richtiges fettes Arschloch ist der. Wo bin ich denn hier gelandet? Und dass ich noch fahren kann. Wow. Das ist jetzt lustig. Das ist jetzt wirklich lustig. Wow. Da hat Chat einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Schade. Und als ob es nicht schon genug ist, auch noch mit dem Pickup zusammengestoßen. Mann, der ist ein richtiges Atem. Ah, verdammt. Ein richtiges Arsch, der im Peugeot. Muss ich doch ziemlich Gas geben, wenn ich noch gewinnen möchte. Aber es ist ja noch nicht das Ende. Da kann noch was passieren. Zum Beispiel noch ein Unfall. In dem falschen Drehzahlbereich. Ich mache es trotzdem weiter. Ich weiß nie, was passiert. Wir haben das ja schon im letzten Rennen gesehen. Da kann noch was schief gehen. Bei mir sowie auch bei den anderen. So, welches war der richtige Weg? Ich glaube der hier. Ach, war nicht der schnellste, schade. Dann nochmal neu. Dann doch alle recht Power. LOL. Es dauert so ewig, bis der geschaltet hat. Verdammt. Jetzt habe ich voll.
Das hat so viel Verkehr. Und immer stehen sie im genau falschen Ort. Da kann man nicht mal viel. Da kann man nicht mal mehr viel machen. Na gut. Ist ja noch nicht aller Tage Abend. Alles rechte extrem locker. So. Nein. Scheiße. Auch das noch. Ha 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 ha!